So, erstmal vielleicht was zu gestern, zum zweiten Tag. Und zwar habe ich ja gestern am Sonntag auch gearbeitet und ich muss sagen, der gestrige Tag war in Ordnung. Also war eigentlich besser als der erste Tag, muss man sagen. Also ich habe mich besser gefühlt, ich habe mich auch wieder sehr erfrischt gefühlt, sehr fit und ich war nicht mehr so leer wie am ersten Tag. Und klar kam ab und zu wieder dieses Gefühl auf, irgendwas fehlt mir, aber es war nicht, es war in Ordnung. Ja, und es war auch nicht so stark wie jetzt beim ersten Tag, so um 11 oder so und dann nachmittags und abends wieder nochmal so dieses Starke mit dem Herzklopfen und so. Hatte ich aber auch, muss ich sagen. Und zwar so gegen 18, 19, 20 Uhr rum, also so diese Frühabendzeit, ist auch heute wieder am dritten Tag passiert. Also immer um diese Zeit rum. Ich habe keine Ahnung, was da genau in meinem Körper für eine biologische Uhr tickt, um diese Zeit. Aber dann ist der Drang sehr stark. Leute, ich habe keine Ahnung. Und ich hatte dann gestern an diesem zweiten Tag etwas, ich sag mal, im ersten Moment war es für mich etwas Erbärmliches getan. Ich habe nicht geraucht, also keine Zigarette. Aber ich habe, und davon erzähle ich auch später nochmal in dem Video dann live und nicht so aus dem Off her, ich habe mir den Tabak einer Kräuterzigarette genommen, also ein Drittel von diesem Tabak aus einer Kräuterzigarette und habe den mit meinem Paper und mit einem Mentholfilter, weil ich habe immer Mentholfilter jetzt seit einem Jahr geraucht und habe mir dann sozusagen diese Zigarette gedreht. Ich würde behaupten, das ist fast Selbstverarschung gewesen und darum kam es mir auch so ein bisschen erbärmlich vor. So von wegen, oh, ich drehe mir jetzt eine Zigarette, auch wenn es keine richtige ist, keine Ahnung. Aber es hat in dem Moment geholfen einfach. Auch wenn es nur Selbstverarschung war. Es war in Ordnung und ich finde, das ist das Wichtige, dass ich einfach kein Nikotin mehr zu mir nehme. Und von diesen Zigaretten wird man einfach nicht süchtig. Also dazu schmecken sie einfach zu. Und der Nachgeschmack ist unglaublich. Nee. Naja, es hat mich halt in dem Moment einfach so ein bisschen befriedigt und ich sag mal, es ist in Ordnung. Es ist nicht mehr, ich sehe es nicht mehr ganz so erbärmlich wie gestern. ja, zu heute Morgen, also zu diesem dritten Tag jetzt. Heute Morgen war der erste Morgen, an dem ich auch morgens, an dem ich auch morgens das Bedürfnis nach einer Zigarette hatte. Das hatte ich die anderen beiden Tage nicht und es ging aber, ich konnte mich gut ablenken, ich habe dann was gegessen und geduscht und alles und ich habe mir auch wirklich Zeit gelassen, ich hatte ja heute jetzt frei und dann bin ich auch rausgegangen, das habt ihr dann, das werdet ihr ja, das seht ihr ja gerade eigentlich, oh Gott. Und mir ist dann was eingefallen, was ich damals auch beim letzten Mal aufhören, in Anführungsstrichen, benutzt habe, sozusagen, und habe mir Traubenzucker gekauft. Was ich daran sehr gut finde, ist, ich meine, man sollte jetzt vielleicht Traubenzucker nicht in Massen in sich reinstopfen, ist klar, ja. Aber, also mich stört es nicht, ich nehme eh nicht zu, aber egal. So eine Hälfte von so einem Traubenzucker, also von diesem ganz normalen, wenn man da so ein bisschen dran nagt, ja, also das so zwischen den Fingern, im Mund und so hat, dann sind erstmal so der Mund und die Hände sind beschäftigt, sage ich mal. Und wenn man da so dran nagt und lutscht und hier und da, dann braucht man für diese Hälfte von so einem Traubenzucker wirklich länger als eine Zigarette. Und du nagst so rum und das kickt ja auch so ein bisschen dein Hirn. Also ist so eine psychologische Komponente, sage ich mal so ein bisschen. Oder vielleicht auch psychosomatisch. Und es geht dir dann besser. Also mir geht es dann besser. Also für andere vielleicht ein Tipp. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es gut. Und schmeckt gut. Das ist toll. Und als ich da zu diesem Aromagarten hingelaufen bin, kam ich an ein paar Kneipen vorbei, die auch draußen Stühle hatten und so. Und dort saßen dann so ja, ein paar Männer mit Bier und Zigaretten. Und auf diesem Hinweg, muss ich sagen, habe ich diese Leute eher bemitleidet. Und
Ich fand's ja auch ein bisschen erbärmlich. Nicht erbärmlich, dass sie jetzt rauchen. Ja, sondern dass sie halt an dieser Zigarette hängen. Ja, wie so ein Junkie, wie ich halt vorher. Und kam danach auch noch an einem Mädchen vorbei, die da irgendwie an dem Auto stand und eine SMS geschrieben hat und auch die Kippe im Mund. Und also wie gesagt, das, ich fand es bemitleidenswert. Das finde ich eher positiv, jetzt muss ich sagen. Ich habe mich nicht danach gesehnt, jetzt auch einer zu rauchen. Und man hat es ja auch gerochen. Also der Geruch war auch nicht toll, ganz ehrlich. Und auf dem Rückweg kam ich auch wieder an so Leuten vorbei, die draußen saßen und getrunken oder geraucht haben. Und da habe ich es dann nur noch ignoriert. Also, ich habe gar nicht mehr drauf geachtet, nicht mehr hingeguckt, weil warum? Ja, es hat mich nicht wirklich interessiert. Ich war eh schon wieder in meinem kleinen Musical. Und das muss ich auch dazu sagen. Also, ich habe vor ein, zwei Jahren, keine Ahnung, hatte ich Dancer in the Dark gesehen. Und das ist ja mit dieser Björk. Und mit dieser, das hört sich total positiv an. Und auch mit Liedern von ihr. Und ich bin eigentlich nicht so ein Musical-Mensch oder so. Aber mir hat der Film, hat mich wahnsinnig bewegt. Und ich hatte damals bei Moviepilot einen Kommentar dazu geschrieben, dass ich wirklich mehr Musical-Einlagen in meinem Leben brauche. Und vielleicht mal steppend auf die U-Bahn warten oder so. Und ich habe heute, ich sollte euch vielleicht das Lied dann mal jetzt einschneiden. Man kann bei diesem Lied einfach nicht mehr normal gehen. Also ich bin dann ein bisschen hin und her gesprungen, gewackelt, gesteppt. Und das war auch gerade sehr angenehm. Also ich stand bei einer Ampel sehr lange und da ist mir auch in dem Moment so aufgefallen, da hätte ich mir jetzt eine Zigarette angezündet, weil einfach ne, das Warten, Langeweile und so. Und ich stand dann einfach an dieser Ampel und habe dann da so vor mich hingesteppt und gewackelt und klar, manche Leute gucken ein bisschen blöd aber oder lächeln dich an und ich habe keine Ahnung, aber ich habe da gar nicht so drauf geachtet, weil ja, ich war in meinem eigenen kleinen Musical und ja, hat mir sehr gefallen, also werde ich mir auf jeden Fall beibehalten. Total cool. Seht ihr das, Leute? Da ist eine blaue Blüte unter Wasser. Das sieht total irre aus. Und ich habe eine Schnecke entdeckt. Ich glaube, die sieht zwar ganz gut aus bei Friedrich im Terrarium. Aber die würde nicht überleben. Da ist es doch etwas zu trocken bei mir. Da schwimmt auch eine. Schaut mal, da sind ganz viele. Da! Seht ihr die? Da schwimmt eine daneben. Und da ist eine. Da hinten auch. Da auch. Oh! Hier auch. Ich habe die gar nicht vorher gesehen, Leute, da.
Ich glaube, da paaren sich gerade zwei. Wollen wir mal kurz reingucken? Oh. Und da, wo mein Fuß war, da war auch eine. Muss ich aufpassen. Ganz viele Schnecken. Jetzt sehe ich sie plötzlich alle. Irre. Ich habe die vorher gar nicht gesehen. Wahrscheinlich habt ihr die sogar vorher gesehen, als ich euch die Blüte gezeigt habe, weil da nämlich auch welche waren. Und das ist eine ganz kleine. Fliegt ein Flugzeug. Jetzt habe ich es verloren. Da. Da hinter der Wolke kommt's raus. Ich keine Ahnung, ob ihr es seht. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, also was ich jetzt nochmal sagen möchte, es ist wunderschön hier. Ich weiß, dass ich hier schon mal bei uns im Aroma-Garten war, aber das ist schon sicher 1000 Jahre her. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob ihr vielleicht sogar die Vögel hört, die hier oben zwitschern. Da drüben sind sie. Es ist richtig schön hier, wirklich. Und vorhin mit diesem kleinen See da, mit dem kleinen Teichsee, kann man es ja nicht nennen, kleiner Teich. Richtig, richtig schön. Und ich muss auch sagen, also ich wüsste nicht, dass ich jetzt diese Zeit überhaupt an irgendwelche Zigaretten gedacht habe. Weil es einfach toll ist. Du hast hier viel zu sehen, viel zu riechen. Richtig schön. Was ich euch auch nochmal zeigen wollte, weil das habe ich gestern im Kommentar geschrieben. Und zwar sind dies hier die Kräuterretten, also Kräuterzigaretten. Interessanterweise. Anders als bei anderen Zigaretten, wo noch nicht mal, bei denen noch nicht mal draufsteht, dass Tabak enthalten ist, steht hier natürlich drauf, was enthalten ist. Also Kräutermischung zum Rauchen, Haselnuss, Papaya, Pfefferminzblätter, Eukalyptus, 95,5%, Zigarettenpapier 4,5%, Tabak 0%. Genau, enthält 0,0 Milligramm Nikotin, 3 Milligramm Kondensat, Thea, und 3 Milligramm Kohlenmonoxid. Ja. Na, Kohlenmonoxid ist ja das, was du dir auch, also eine Kohlenmonoxidvergiftung zum Beispiel, kannst du ja einfangen, indem du einfach die Abgase von deinem Auto einatmest. Ne? Und hier kann man es sozusagen dann leichter machen, indem man einfach Zigaretten raucht. Ja, super witzig. Ja, also die habe ich jetzt auf dem Verhalt dabei. Die habe ich mir nicht, also die kosten, falls jemand wissen möchte, 57, beziehungsweise haben sie letztes Jahr, kann man in der Apotheke oder so kaufen. Ja, hier ist mein Schatten. Uhu. Kann man, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Schattenspiele nochmal gingen. Außerdem halte ich meine Kamera fest, ich kann gar nichts. Außerdem hängt meine Kamera ein bisschen nach, das ist total witzig. Ja, und zwar, was wollte ich gerade sagen? Achso, genau, die hatte ich noch vom letzten Mal, als ich das letzte Mal aufgehört habe. Also, naja, ein Jahr war jetzt gerade vielleicht zu übertrieben. Anderthalb oder zwei Jahre oder so. Ja, genau. Zwei Jahre ungefähr. Also da haben die 57 gekostet. Ich habe sie gern als, wie sagt man, ich habe sie gern dabei, da kommt jetzt gerade jemanden, ich höre mal ganz kurz auf, sonst komme ich ein bisschen blöd vor.
Die Leute sind weg. Also was ich sagen wollte, ich habe sie gerne dabei. Einfach so als... Also ich habe ja auch, das hatte ich auch geschrieben in den letzten Tagen, da zwei täglich von geraucht, beziehungsweise nicht von den Dingern, also eigentlich, sagen wir so, zweimal eine Hälfte. Also weil dadurch, dass es ja auch kein Nikotin enthält und so, es ist eigentlich nur diese Sucht dann nach der Zigarette eigentlich nur noch. Und dadurch, dass... Und sie, aber eigentlich hat man ja die Sucht nach dem Nikotin, auch wenn man das nicht glaubt. Man denkt immer, einem fehlt die Zigarette oder sonstiges. Aber das ist Bullshit, einem fehlt höchstens das Nikotin. Und das merkt man auch, wenn man so eine Zigarette raucht oder nur ein paar Mal von zieht, dass einfach dass kein Nikotin drin ist. Und somit ersetzt es eigentlich gar nicht diesen Drang nach irgendetwas, ja. Ich glaube, von hinten kommt wieder jemand, ich weiß es nicht. Egal. Jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen will, aber ich kann dir noch mal eine Sache zeigen. Ich muss eh mal die ganzen Sachen auf meiner Kamera löschen. Meine Speicherkarte ist fast voll. Ich habe etwas gepflückt. Schaut her. Da. Die habe ich vorhin euch schon mal aufgenommen. Und ich finde die total schön. Und ich finde, das hat sowas von... Ja, ich weiß nicht, ich habe das gesehen, dann diese drei kleinen Blüten. Wir haben jetzt drei große Tage. Dann habe ich mir gedacht, die nehme ich mir mit. Für meine drei Tage. Und werde ich mir ganz stolz zu Hause aufstellen. Okay, Leute, ich muss jetzt mal langsam los. Sieht man die kleine Blüte? Soll ich die mir ins Haar stecken? Ich weiß nicht, ob es hält. Ich glaube nicht. Die kann mir jetzt übers Ohr hängen. Wie so ein Stift. Schaut mal, seht ihr das? Ich weiß jetzt nicht. Ich will mich jetzt nicht selber filmen. Ich will jetzt eigentlich nur die Blüte draufkriegen. Oh Gott, und außerdem ist da die Sonne. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr was seht. Ich kann auch mein Auge filmen. Keine Ahnung, ob ihr sowas gesehen habt.